So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Donkey Kong Country 2 Diddy Kong's Quest. Und nun machen wir den allerletzten Level dieser verlorenen Welt. Und das wird wirklich das Schwierigste überhaupt sein. Und zwar eine tierische Show. Also da kommen hauptsächlich alle tierischen Helfer vor. Und da müssen wir in diesen Rolle reinversetzen. Also mit Rampi ist es einfach. Keine Frage. Weil er kann jeden Gegner bezwingen, was im Weg ist. So, nun sind wir hier. Weil hier wird dann Angard erwartet. Oh, da ist Sphere-Symbol. Also schön und gut, das waren erst einfache tierische Helfer. Doch nun kommen wir zu der anderen Hälfte. Auch dieser Speicherfass ist zu früh platziert. Also jetzt kommt die Härte. Wir müssen erstmal hier mit Squitter durchlaufen. Das ist wesentlich schwieriger als mit Rambi. Vor allem die roten Zinger sind im Weg. Schon wurde ich bestraft. Und nochmal. Nein, nein, das Beste kommt ja noch. Warte nur, bis ich mit Squawks rumfliege. Aber wie gesagt, erstmal hier durch. Aber erstmal die Feinde beseitigen. Auf diesen Trick falle ich nicht rein, Zinger. Erstmal warten, bis die Zinger vorbeigeflogen sind. Und dann erst weiter Treppen bauen. So, dann noch nicht in das Fass rein, sondern hier hochklettern. Und da kommt ihr zum Bonus-Level. Also es ist auch relativ einfach. Und jetzt verwandeln wir uns in Squawksy. Yo, Christe Leute. Ich mach die rechtlichen Zinger platt. Dann ist es auch recht. Und nun verwandeln wir wieder in Squitter zurück. So, nun kommen wir zum Dornbereich. Und seht ihr diese Blätter? Oh, da kann ich gleich zurückspringen. Dann hole ich mir gerade den Donkey Kong Fass. Ja, und ihr müsst dabei beachten, dass dann die Gegner wieder respawnen. Dun 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 d
Und nun kommen wir zum Squawks. Ja, was hat es mit Bär zu tun? Ach du Schande, was ist jetzt los? Die Windstärke spielt verrückt. Ach du Schande. Also da müsst ihr mit dem Joystick hier achten. Ihr miesen Verräter, warum schickt ihr mich in diesen Bereich rein? Da hab ich keinen Bock. Und das ist das. Und das ist Hardcore Bullshit. Also da haben die meisten Spieler verzweifelt. Weil man muss immer von vorne an dieser Stelle beginnen. Und das ist brutal. Ach du meine Güte. Also erst hole ich mir noch die Bananen und dann gehen wir ins graue Verderben. What the hell? Oh, schon wieder dieser Plattformspielchen. Was habe ich euch überhaupt angestellt, dass ich in diesem Level landen musste? Ja, das ist grauenvoll. Grauenvoll. Seht ihr, ich habe den Stich gekriegt. Und ihr müsst ganz gechillt sitzen und nichts tun, oder was? Na jetzt komm, Squawksy. Tu mir diesen Gefallen und besteh das Level. Okay, wenn du meinst. Ja, genau, noch das N holen. Oh. Jetzt wirst du gefordert. Jetzt wirst du gefordert. Mann, Squawksy. Also werde ich viele Versuche brauchen. Und ich werde es nicht schneiden. Das kommt mir nicht in Frage. Oder lade mir eine Safe State. Nein. Bei mir wird sowas nicht abgespielt. Ich zieh's bis ans Ende durch. Ich werde auf jeden Fall dieses Level schaffen. Mit euch zusammen. Alter, ich trau schon mich nicht mehr in diesen Bereich zu betreten. Starten. Ah, natürlich. Ich dachte, ich könnte mich dort ein bisschen schummeln, aber es kommt gar nicht in Frage. Oh.
Oh, wenn das noch in Hardcore-Modus kommt, oh je. Das wird richtiger Hardcore-Shit. Also so weit, so gut. Da habe ich keinerlei Probleme mit Squitter. Aber beim Squawks. Echter Qual. Oh oh. Oh oh. Bisschen Vorsicht. Das war zu viel. Ich weiß, ich habe zwar genügend Leben. Oder auch nicht. Wie auch immer. Ich werde das noch schaffen, Leute. Egal wie lange das dauert. Also für diesen Part habe ich echt genug Zeit. Also das werdet ihr auf jeden Fall verstehen, warum das so ist. Also auf in den Kampf! Warum hast du jetzt plötzlich die Windrichtung geändert? Solcher Spast! Ja, geschafft! Ah, diese Bananen jucken mich gar nicht. Die dummen Libellen! Verschwindet! Alter Schwede! Was wollt ihr denn? Verdammt! What the hell? Aber es war auf jeden Fall deutlich besser als davor. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, so kann's weitergehen. Holy shit. Aber echt beachtlicher Fortschritt. Ich weiß, ich habe einfach an den Zingern den Kong unnötig verloren. Oh.
Oh je. Aber Beginn der nächsten Passage gibt ja eh eine Donkey Kong Fass. Aber es war echt nicht schlecht, also wirklich Daumen hoch. Also das müsst ihr auf jeden Fall dieses Video reingezogen haben. Ach verdammt, der Plattform ist zu hoch platziert. Ja, danke, Spinnennetzplattform. Danke, Shee. Danke. Danke. Oh Mann. Warum? Warum tut ihr mir das an, Entwickler? Ja, komm. Alter! Hä, was reg ich mich eigentlich so auf? Das gibt's keinen Grund! Ist doch chillig! Okay. Versuchen wir es nochmal. Moment, ich warte. Ich warte. Ja, da ist extra Donkey Kong Fass. Gott sei Dank. Nein, zu viel Berührung. Also, so weit, so gut. Wenigstens bleibe ich an dieser Stelle hängen. Meine Güte. Ja, ich habe noch Zeit. Ich lasse von Zeit jetzt nicht unter Druck setzen. Also da war ich kürzlich nicht so konzentriert, weshalb ich jetzt vor kurzem gescheitert bin. Aber immerhin.
Ey. Wenigstens hole ich mir noch das N. Das ist schon mal mein Challenge. Also die Herausforderung ist wirklich, das N zu holen. Na? Komm nur her, Zinger. Ja. Keine Sorge. What the hell? What the? Ach komm. Alter. Also dann werde ich ja zwischendurch dann cutten. Also und den nächsten Part mache ich, glaube das Level zu Ende, je nachdem wie mein Fortschritt ist. Ja, und nach dem Squawks kommt ja noch Wedley. Dann stand die letzte und dann habe ich es geschafft. Aber das werde ich jetzt schaffen. Na, wie gewohnt so zerrott. Oh shit. Ah, komm. Come on. Also dann mache ich das im nächsten Part fertig. Ciao.